Alle fünf Arten der Moosjungfern haben eine weiße Stirn. Die zierliche Moosjungfer wurde vom großen Granatauge aufgescheucht. Ein Männchen der großen Moosjungfer. Ein Spitzenfleck wegen der Flecken an den Flügelenden. Ein Männchen der Faltenlibelle bei einer Pause. Er fliegt fast ununterbrochen sein Revier ab auf der Suche nach einem Weibchen. Vierfleckmännchen. Die Keilfleck-Mosaikjungfer erkennt man wegen diesem Keil auf dem oberen Abdomen. Häufig haben die Männchen ein schmaleres Abdomen als die Weibchen. Das dritte und vierte Segment ist regelrecht tailliert. Ein Weibchen hier der Legebohrer. Damit werden die Eier in Substrat eingestochen. Eine Kleinlibelle, die Hufeisener zur Jungfer. Hier das Paarungsrad. Paarungsrad der Fledermaus Azurjungfer.